Du schaust dieses Video hier vermutlich, weil du dich für Chemie interessierst, also für die Wissenschaft, die sich mit den Stoffen und deren Umwandlung beschäftigt. In der Chemie interessiert uns, wie aus einem Ausgangsstoff ein bestimmter interessanter Zielstoff wird. Oft geschieht das in einer Reihe oder Serie oder Sequenz chemischer Reaktionen. Diese Auffassung ist symbolisch für die Sichtweise der Chemie. Sie ist bisher eine lineare Wissenschaft. Und genauso funktioniert bisher nicht nur die Chemie, sondern auch unsere gesamte Stoffwirtschaft, Energiewirtschaft und Lebensweise. Wir wirtschaften und leben linear, ohne an das danach zu denken. Das ist bei vielen Stoffen problematisch, insbesondere bei einem, bei CO2, dem Abfallprodukt unserer fossilen Energiewirtschaft. Hierdurch ist die Menschheit in eine existenzbedrohende Krise geraten, den menschengemachten Klimawandel. Um diese und andere Krisen zu überwinden, müssen wir unsere Arbeits- und Lebensweise von einer linearen Einbahnstraße in eine zyklische Form bringen. Seit 2018 werden sich immer mehr Menschen dieses Problems bewusst. Eine Bewegung, die dies bündelt, ist Fridays for Future. Diese Bewegung hat viele Zweige. Scientists for Future, Parents for Future, Students for Future und viele mehr. Ein Zweig, der noch fehlt, ist ein Zweig, der die Chemie repräsentiert. Die Wissenschaft, die viel zu dieser Krise beigetragen hat, aber gleichsam auch Wege aus dieser Krise hinaus aufzeigen kann. Wir sind Daniel, Istemi und Sebastian, drei Initiatoren von Chemists for Future. Unser erstes Projekt soll es sein, das Thema Nachhaltigkeit in der chemisch-akademischen Ausbildung zu verankern. Dafür wollen wir Expertinnen zusammenbringen, die hierzu im deutschsprachigen Raum etwas zu sagen haben. Und zwar in Form einer Online-Vorlesung. Mit diesem Video schaust du dir gerade den 0. Teil davon an. In einer Reihe weiterer Videos findest du viele weitere Beiträge von Expertinnen und Experten zu verschiedenen Themenaspekten rund um den vielleicht wichtigsten und aktuellsten Aspekt unserer Lieblingswissenschaft Chemie. Wie gestalten wir sie für die Zukunft und wie gestalten wir durch sie die Zukunft? Die Themenpalette beinhaltet zum Beispiel Beiträge zur nachhaltigen Chemie und zur Green Chemistry, zu chemischen CO2-Senken und zur Synthesechemie mit Licht. Hierzu gleich folgende Anmerkung: Chemists for Future soll eine Bewegung sein. Hier können alle mitmachen. Fühl dich also eingeladen. Hast du beispielsweise noch weitere Themenideen für unsere Vorlesung? Schreib uns einen Kommentar dazu hier unter dieses Video und abonniere auch gern diesen YouTube-Kanal. Bringen wir die Sache gemeinsam ins Rollen. Als Chemists for Future. Um Nachhaltigkeit in der Chemie zu einer Bewegung zu machen.